Und dann machst du ratatata. Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Turbo-Gockel-Video. Da sind wir wieder für euch. Sind alle gut drauf? Justin, bist du gut drauf? Nur noch ein bisschen krank, aber sonst echt gut drauf. Ja? Ja. Keine Sorgen, nichts, alles gut, alles super, ja. Mega. Harry, du auch? Ja, alles bestens. Ja. Marie ist immer zufrieden mit allem. Ja, manchmal heute schon so. Was, sag mal, warum ist hier eigentlich so dunkel? Oh, Eberwitzlicht. Eberwitzlicht. So, Leute, heute geht es um dieses Fahrzeug hier. Golf 2 VA6 Turbo. 3 Liter. Der Kunde hat von uns einen Block gekauft. Ich glaube, letztes Jahr. Wer war das letztes Jahr? Weißt du, warst du da nicht dabei? Mhm. Nein? Ich glaube nicht, ne. Ist das schon so lange her? Ja, da hat er aber, gut, der hat ja dann gebaut, ne? Also hat von uns einen Block bekommen, einen Kopf. Ich meine, es war komplett zusammengebauter Block mit Kopf. Oder war es nur ein Block? Ich weiß nicht, ist auch wurscht. So, der Rest hat er alles gebaut. Und ich muss eins sagen, ja, ihr wisst ja, wir kriegen mal Autos, nur abstimmen. Und dann kommt die Baustelle, kommt die Baustelle, kommt die Baustelle. So, und das ist eins von den Fahrzeugen wieder, wo wirklich nur abstimmen. Und wir haben uns mit Justin da was Geiles einfallen lassen, ne Justin? Wir werden in Zukunft da was machen, und zwar die Autos, wo zum Abstimmen herkommen und wirklich funktionieren, ohne irgendwelche Machen, wo, es gibt da Sachen, kommen wir auch gleich dazu, wo der Kunde gar nichts dafür kann, erklären wir gleich euch. Und wenn die einfach nur funktionieren, dann haben wir, wir machen dann so eine, wie sagt man? Wir sagen Danke. Nee, wir ziehen so Nummern, weißt du, von 1 bis 10. Weißt du, wie, die, ja. wie irgendwelche, wo hier ins Wasser springen, weißt du? Und dann sitzt da die Jury und zieht die Nummern, weißt du? 8, 7, 10. Also, so was Ähnliches, Leute. Und der kriegt von mir eine 10. Ja, er kriegt von mir eine 10. Seit langem wieder ein Auto, wo einfach funktioniert. So, das Einzige, was nicht funktioniert, das zeigen wir euch wieder. Find's wieder unglaublich, dass ihr das auch mal wisst. So, und zwar, dieser junge Mann hat alles neu gekauft. Und ich habe gestern, erster Lauf, das Ding sprotzt und macht und tut. Also habe ich zum Harry gesagt, pass auf, wahrscheinlich, weil die haben viel selber da ein bisschen anprogrammiert, damit das irgendwie läuft und was, weiß dann nicht. So, auf jeden Fall lief das Ding, habe ich gedacht, das liegt an der Software, dann ist er vielleicht versoffen oder sonst was, dann sind die vielleicht die Kerzen versoffen oder was. Also habe ich einen Satz der Kerzen gekauft. Was lachst du? Weißt du noch gestern meine Aktion? Mit meiner Hand? Meinem Heiligenschein? Ja. Ja. Was habe ich von Anfang an gesagt? Ich habe es aber erst nicht geglaubt. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Jetzt hast du mich komplett... Es tut mir leid, Entschuldigung. Jetzt hast du mir rausgebracht. Ja, es tut mir leid. Wo war ich jetzt? Spul mal zurück. So, haben es wieder. Ich habe zurückgespult. Ich wusste echt nicht mehr, und du hast mich komplett rausgebracht. Ne? Sorry. So, also habe ich gedacht, der ist versoffen. Und dann ist der Justin schnell zu unserem Teillieferant gefahren und hat so eine Zündkerzen geholt. Dann haben wir die Zündkerzen reingesteckt und das war wieder. So, dann habe ich gesagt, so, das nächste, was kommt, Zündkabel. Hatten wir auch oft neue Zündkabel, gehen nicht, ne? Mhm. So. Aber ich habe mir gedacht, komm, Zündkabel sind echt neu, sind von einem guten Hersteller. Ich tippe jetzt mal. Ich habe getippt, aber Justin hat gesagt, Justin kam raus und sagte, halt. Ich hab's gleich. Und Justin gemacht. Dann hat Justin so gemacht. Das sind so Spule. Ich weiß nicht, aber wir probieren jetzt eine. So, also haben wir noch eine Zündspule da gehabt und haben die Zündspule genommen und tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, es ist die Zündspule. Was ich halt krass an dieser Sache finde, dass das eine nagelneue NGK-Zündspule ist. Die ist nicht billig. Mhm. Die funktioniert nicht. Tatsächlich, ja, die haben die. Aber steht da auch made in China? Ich weiß es nicht, aber auf den Kerzen stand es. Steht nur NGK, ne? Irgendwo steht das bestimmt.
Und das ist die Chinesenwetter hier. Egal, wir zeigen es euch aber. Oder? Machen wir das, stecken wir die dann um und zeigen es den Zuschauern wieder. Ja. Ne? Dass Neuteile, ja, die glänzen zwar, aber funktionieren nicht. Ist leider so. Ich habe schon oft gesagt, lieber als eine Zündspule, wo schon 20 Jahre da drin war und funktioniert, lieber die wieder rein. Irgendwelches Neuteil für 300, 400 Euro gekauft. Und gut, er kann ja die bestimmt abgeben, oder? Wenn es nicht zu lange her ist. Ich denke, ja. Ja. So. Also haben wir erstmal alles gesagt. Jetzt hätte ich gesagt, ich habe gestern schon echt gut vorprogrammiert. Wir machen jetzt mal einen Lauf für die Zuschauer. Mhm. Dann machen wir, tauschen wir mal die Spule, zeigen euch das, was da abgeht. Und dann schnappen wir uns das Ding. Kunde hat auf jeden Fall nichts dagegen. Wir haben jetzt mit ihm gesprochen und zwar wegen Film und alles. Alles gut, sagt er, mach, ist, juckt ihr nicht, filmt, was ihr wollt. Also, dann setze ich mich jetzt mal da rein. LC muss man noch programmieren. Das muss ich noch machen. Da hat er gesagt, da hängen irgendwelche Kabel, weil er die Kabel nicht gemacht. Das hat irgendwie ein Bekannter oder was von ihm gemacht. Ja. Ja, und da habe ich herausgefunden, da waren mehrere Kabel. Das ist dieses Ding da. Und das muss dann irgendwo auf Massa. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir setzen jetzt die Karre rein. Justin, du gehst auf die Treppe und filmst ein bisschen ab. Ich schmeiß mir noch eine Kamera, glaube ich, ins Auto rein. Und dann filmen wir von Ihnen auch noch ein bisschen und machen mal zwei, drei Läufer, ne? Für die Zuschauer da draußen. Das genau. Machen wir. Ne? Also viel Spaß. Ich finde, der läuft voll sauber. Der läuft richtig gut sauber. Wirklich. Komm gleich dazu. Mal lassen kurz nachlaufen, mach mal aus. Darfst nie mal gleich ausmachen, ist kack. Also, wir lassen mal kurz hier und dann sind wir gleich da. Was war das jetzt? Das war ein brutaler Move. Versuchst du immer wieder so was Neues, ja? Ich bin immer von Neues offen. So, also, Leute, das Auto läuft echt mega. Wirklich, es läuft echt mega. Ich muss dazu sagen, wir haben 102 Oktan und wir haben nur einen GT30 Turbolader. Und was richtig geil ist, was ich wirklich geil finde, ich weiß nicht, ob wir damals den Nockenwellen reingebaut haben oder nicht, das weiß ich nicht. Da müsste man nochmal fragen. Ich weiß das echt nicht mehr. Das ist echt schon eine Weile her. Auf jeden Fall haben wir 1,3 Bar Ladedruck. Okay. Mit einem GT30. Ist gut. Das ist echt gut, ohne Scheiß. Ja. Und er hat gesagt, er will 450 PS. Und wir haben, hast du schon abgefilmt? Ja, war ja schon dran. Wir haben ganz genau 447,7 PS. Ja, wenn du draußen fährst, wird ein bisschen kälter, dann hat er 450, vielleicht 460, vielleicht mal, wenn er wärmer wird, 440, 430. Merkst du gar nicht mehr. Also die 20 PS merkst du bei so einem Auto nicht. Vor allem die ersten paar Gänge dreht er sowieso durch. Der bleibt so. So, und jetzt hätte ich gesagt, testen wir für euch, oder zeigen es euch, das mit der Zündspule. Zündspule. Wie heißt sowas auf Polnisch? Wenn ich dich immer was frage, Gockel, dann weißt du nicht. Also mit so solchen Begriffen auf Polnisch, bin ja nicht aufgewachsen, weißt du? Ruf den Vater an, der weiß das. Der Vater? Ja, ja. Das weiß ich dann, das muss mein Cousin anrufen. Meine Cousins in Polen sind alles Kfzler. Ach so. Ja. Aha. Mein Großer, also der Tomek, der hat da eine eigene Werkstatt. Ist ein Meister. Meister, der Type. Der Hübe, der Une. Polnischer Meister. Und die anderen zwei Cousins, der Adam und der Christian, die schaffen in so eine kleine Werkstatt. Aber da habe ich sogar mal was gedreht in Polen. Habe ich sogar mal ein Video gemacht. Ja. Ja. Aber was ich mal fragen wollte, ja, gibt es in Polen eigentlich VW-Häuser? Also so gibt's, offizielle? Ja. Gibt's. Okay. Ja, also der Vater war ja erst dort. Vater war da jetzt 3 Wochen dort, ja, und hat erzählt, es ist unglaublich. Dort bei uns, da Katowice, Chmielowice und so, die bauen da wie verrückt. Sobald es irgendwo was Freies gibt, wird da gleich irgendwas Neues hingestellt, riesengroß. Also teilweise krasser wie hier. Okay. Wirklich. Es hat sich echt einiges geändert. Einiges. Ja, es ist nicht mehr so ruhig, so wie damals. Ich kenn's noch, du bist bei uns aus dem Block raus, also ich bin raus als Kind, du warst 12, 13. Und unten war so ein Parkplatz, wo die Autos standen.
der war echt groß. Also da passen, weiß nicht, 10 Autos hin, 12. Und da standen höchstens immer 2 Autos. Die Leute hatten nicht mal Autos. Ja, das ja. Kann ich mich noch genau erinnern. Und jetzt sagt der Vater, du weißt nicht mehr, wo du hinpacken sollst. Mhm. Da ist alles zugestellt. Ne? Das hat sich echt einiges verändert. So, jetzt nehmen wir diese Zündspuler. Das ist jetzt die von uns hier. Und wir stecken jetzt mal die neue hier rein. So, mal umstecke. Das ist schon krass, ne? Neues Ding geht nicht. Weil immer alle sagen, neu, 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 neu. Ich sag immer, Lieber alt gebraucht. Lieber alt und verdorben, aber dafür funktioniert's. Was? Alt und verdorben. So, warte mal. Ich muss mal gucken, ob ich den Stecker hier so reinbekomme, weil die sind ein bisschen auf Spannung hier, die ganze Geschichte. Aber es sollte funktionieren. So. So, und jetzt machen wir einen Lauf für euch noch mit dieser kaputten Zündspüle. Machen wir jetzt. Auf jeden Fall hört jetzt genau hin. Wir können ja eigentlich. Der knallt schön. Nee. Was? Ich hole mir die Kopfhörer. Nee, jetzt noch nicht. Ach so. Jetzt noch nicht, aber wir machen mal hinten das Ding weg. Ne? Mach's mal weg. Ja, weil dann stinkt mein Zimmer halt voll. Wird der Hase wieder schimpfen. Ja, ich muss schon sagen, durch die Abgase kriegst du Kopfschmerzen und wird schwindelig. Ja, aber wir machen es doch auf. Ja, mach mal auf. Ich mach's mal auf. Damit die Zuschauer das jetzt hören, wie er jetzt läuft. Weißt du? Ja. Da hörst du besser ohne den Schnorchen. Ach so, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Justin, du musst ihn aber bitte sagen, die Zündspule, die geben wir denn nicht mit. Wir brauchen die selber. Mhm. Er muss sich wieder eine neue holen. Ja, also ich stecke dem dann die alte wieder rein. Also Leute, ich probiere das jetzt mit der Alte und hört jetzt genau hin. Habt ihr es gehört? Immer einer weg. Irgendein Zylinder will er nicht. Da ist irgendwas mit dieser blöden Spule. Spuler. So, also, jetzt wisst ihr da mal Bescheid. Ulala, das war knapp. Leute, Neuteile, nicht immer gut. Also, Justin, was sagst du? Wir machen jetzt die von uns wieder rein. Genau. Und dann warten wir mal bis schönes, heute wird es richtig schönes Wetter. Ist es doch schon so langsam. Ja, und dann gehen wir auf die Pirsch. Auf die Piste? Ja, mit dem Harry zusammen heute mal. Mit dem Harry? Ja. Die eine neue Harry. Oh, der Harry kann auch fahren. Harry mal fahren vielleicht. Oh ja, der Harry soll mal fahren. Ich fahr nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Der Harry ist, weißt du, wie der Harry immer, wie der mir so vorkommt? Wie so ein Mechaniker bei der Formel 1. Weißt du, wie ich meine? Yeah. Er wechselt die Rädle und springt da rum und dann der Rest geht mir nicht so. Fertig. Macht, was ihr wollt. Das ist der Harry. So, ja. Ja, ne, Harry? So, okay. Jeder wie er will. Ja, ich mag ihn trotzdem. Ja, natürlich. Wie ich immer sage, immer, jeder macht seine Arbeit. Jeder macht seine Arbeit, ja. So, machen wir den Kabelbinder noch oben jetzt weg. Und dann wird es wieder neu zusammengesteckt. Der junge Mann soll versuchen, das Ding wieder abzugeben. Ja, mit der Leerlaufzigarre muss ich noch ein bisschen was rumfuchteln. Das gefällt mir noch nicht so. Aber der Rest funktioniert wirklich alles. Ja. Und wegen diesem mit dem Platzvergabe oder wie haben wir gesagt, hier Gewinnspiel oder ne, wie Harry? Ja. So irgendwas in dem Dreh. Das erwähnen wir vielleicht im nächsten Video. Ja, aber eigentlich darfst du ihm keine 10 geben. Warum? Weil du ja ein Problem hattest, jetzt sei es mal seine Schuld oder nicht. Ich hatte ein Problem, ja. Also es hat nicht auf einen Schlag funktioniert. Genau, also für mich ist es eine 9,5. Aber wäre die Spule okay, wäre überhaupt kein Problem. Ja, aber leider war es ja nicht so. Wenn du jetzt wirklich auf den Prüfstand fährst, ja? Ja. Und du ziehst durch und du musst nicht einmal aussteigen, irgendwas machen. Genau. Dann wäre es eine 10 eigentlich. Und ich war schon wieder 2 Stunden dran, hab gesucht, ne? Ticker, ja. So irgendwie erst die Kerzen, dann fährst du weg, holst die Kerzen, ja. Sehr und jenes.
Ja, hast du irgendwo recht. Also 100% war es nicht. Aber seine Arbeit war 100%. Ja, mega. Hat er gut gemacht, der Bub. Der Bub? Ja. So. Gut, also Leute. Fertig, aus, Banane. Wir schnallen das Ding jetzt ab, fahren es vom Prüfstand und dann geben wir Gas. Die sind schon groß, gell? Der Nasenlöcher? Ja. Könnte ich fast ein Edding reinstecken. Es war nur ein Kameratest. So, geht los. Justin. Na ja. Leute, ich bin vollgefressen. Wir haben gerade Mittag gemacht und ich bin so richtig vollgefressen. Ich schwöre, so richtig. Ich habe mir eine Pilzsuppe gemacht. Ich habe Pilze gesammelt. Letztes Jahr waren eingefroren. Jetzt habe ich eine Pilzsuppe gemacht, am Montag, glaube ich. So einen ganzen Topf. Jetzt fresse ich jeden Mittag Pilzsuppe. Jeden Mittag 1,5 Liter oder so. Ist aber geil. Du musst ja aufs Klo müssen eigentlich wie noch was, oder? Ja, Mann. Schon. Sitzt du eigentlich immer so weit hinten? Nein, der Sitz ist kacke. Und warum machst du das jetzt? Also, so, warte mal. Oh, der Sitz ist, ist der richtig fest? Ja. Ja. Okay. So, jetzt geht's los. Jetzt wird nicht gedrödelt, jetzt gibt mal Gas. Denk an den Bremsentest, gell? Ja. Bremsen ist immer wichtig. Diesmal fliegen wir nicht. Das letzte Mal haben wir gesagt, wir fliegen jetzt. Diesmal fliegen wir nicht. Was machen wir jetzt? Wir cruisen. So ein Drive-By machen wir oder sowas, wie 50 Cent. Ja. Also, wir fahren jetzt mal los. Ihr wisst Bescheid, GT30, kleines Abgasgehäuse, 3 Liter. Das Ding, ich bin gespannt, der sollte unten rum richtig geil ansprechen. Der Motor ist noch ein bisschen kalt. Das guckst du so. Aber Auspuff klappert, hörst du es? Ja, ach, stimmt. Ich finde, dass das Auspuffgummi ein bisschen lockerer ist. Da kommt man das also, Er klopft. Es klopft was hinten. So, jetzt geht's los hier. Ah, hier ist was. Da ist irgendwas in dem Sitz. Der hängt, ey, verdammt früh am Gas, ja. Echt, verdammt. Guck mal, gibt's. Vierter Gang, 2000 Umdrehungen. Der Lader macht schon 0,3 Bar. Das ist geil, das finde ich richtig geil am GT30. 3000 Umdrehungen, schon 0,5 Bar. Alter! Was? Also Anspruch halten, total. Vierter Gang, Achtung. Oh, Alter! Ich sag ja, der geht wie die Hölle, weil er unten rum so kommt. Alter, der will aber rechts, links, raus, wie noch? Der will in alle Richtungen. Ja. Läuft eigentlich unsere Kamera, ja, läuft. Das finde ich wiederum geil. Ich finde, das ist fast zu viel. Ja. So wie der Motor jetzt ist, als 3 Liter, der kommt sehr früh und dann nur so vielleicht 380 PS, sowas finde ich perfekt. Dann hast du noch richtig Grip auf die Straße. Ja. Und diesen Drehmoment unten drum, ne? Geil. Markus X-Golf zum Beispiel. Das geilste Auto, das hat mir am allermeisten Spaß gemacht. Ja, ja. Das fährt so ähnlich. Ja. Das fährt so ähnlich. So, wir fahren jetzt mal weiter, Leute. Vorne biegen wir ab. Da ist die Strecke gesperrt, aber da kann man ja reinfahren, ne? Ich weiß nicht. Oh. Ach, das war schon der 6. Ja, da muss man die Gangschaltung da ein bisschen einstellen. Die ist noch nicht so perfekt eingestellt. Da musst du ganz schön viel arg nach rechts drücken. Guck mal. 6. Gang, zack, 0,3 Bar, weißt du, bei unter 3000 Umdrehungen. Das ist richtig geil. Was für ein Abgasgehäuse hat der? Ich weiß es nicht, sehr klein, glaube ich. So fährt es echt am geilsten. Wir fahren da mal links hoch, weil da steht ja Anlieger frei. Ja, wir sind Anlieger, wir müssen da oben jemanden besuchen, der Bauer Uwe. Der Uwe? Ja. Gibt's denn noch? Ich denke schon, ja. So, fahren wir mal da hoch. Zack, wie leicht der durchdreht, ne? Hier da. Irgendwie macht schon Bock. Ne? Das macht Bock, ja. Willst du mal selber fahren? Nee, momentan nicht. Bin ich so fit? Wie, du bist nicht fit? Zum Autofahren bist du nicht fit? Nee, Mann.
Ey, ohne Scheiß, letztens wieder Kupplung gefahren. Wenn du die ganze Zeit nur Automatik fährst, ja, das ist ein heftiger Unterschied. Denkst du auch mal so, huch. Ja. So, dann drehen wir da vorne jetzt einfach, oder? Ja. Und dann ziehen wir mal erster, zweiter, dritter, vierter, dann lassen wir mal drehen. Die Leute können dann mal in die Kommentare schreiben, ob sie den Hurricane mal fahren sehen würden. Stimmt, Leute, schreibt es mal in die Kommentare, weil wir haben vorhin der Harry gefragt, der sagte, nee, mach ich nicht sowas. Nee, meine. Im Sommer sagt er. Was hat er gesagt? Im Sommer, ne? Ja. Oh, schöne Kühe, hallo. Oh, da kommt ein Auto. Noch ein Auto, was ist denn hier los? Hier ist starker Verkehr. Müssen wir mal abwarten hier. Hier ist starker Verkehr. Hallo. Die Kupplung kommt sehr spät, warte mal. Scheiße, die Kupplung. Hey, du hättest mich jetzt angestellt. Sag mal, kannst du mit Kupplung fahren? So, Achtung, ich zieh mal durch hier jetzt. Erster, zweiter, dritter. Erster. Dritter. Dritter. Der geht schon, ne, die Drecksau. Ich sehe nur noch. Aber du musst den halten. Das ist ja an dem Frontriebler, den musst du halten. Ne? Der zieht in alle Richtungen. Aber der Kunde sagt, es wäre keine Sperre drin. Das stimmt die Spur nicht oder irgendwas. So keine stark. Ahnung, aber er geht schon gut. Boah, der geht echt gut, gell? Der macht richtig Bock. Ach, er hätte jetzt gesagt, blöd. Blöd, Nachricht zu viel, blöd. Ne, Leute, also ich muss, das macht richtig Bock, wirklich. Dieses frühe Anbrechverhalten ist echt geil. Alter Scheiß. Das Auto fährt, und so fährt das Auto auch schön, ne? Sauber, finde ich, halt auf jeden Fall. Ja. Du kannst der Frau mit einkaufen schicken damit, ne? Wobei mit der Kupplung, das geht schon. Ja, guck mal, ich tue mir schon schwer mit der Kupplung. Aber was ist, wenn die mal hier an der McDonald's... Noch mal einer. Alter, der geht wie Schwein, ne? Der macht echt Laune, ey. Ich glaube, ich bin wieder gesund. Ja? Ja, weil mein ganzes Gesicht gerade angeschwollen gewesen. Der macht schon Bock. Wow. Der macht schon Bock, ne? Aber kein Vergleich zum anderen sein. Nee, überhaupt nicht. Da merkst du diesen Schub ja gar nicht. Da drehen nur die Räder, es quietscht und macht und du denkst, da geht die Welt unter. Ne? Und beim André sein da mit den 800 PS, da schiebt es einfach nur nach vorne und das Ding wird immer schneller und schneller. Also total verrückt, unbeschreiblich. Ah, ist echt geil. Hat ein schönes Fahrzeug, muss man sagen. Mega, ja. Hat er echt gut gemacht. Hat er Preis verdient hier, der Junge. Super gemacht, wirklich. So, jetzt geht's wieder zurück. Wir sind gleich wieder in der Halle. Warte mal, wir wollten noch eine Außenaufnahme kurz machen. Oh ja. Sollen wir mal? Wir dürfen, hat er gesagt. Wir dürfen. Dann macht man das gerade, ne? Machen wir das? Ah, ja. So ein Start, so einmal so ein Start? Ja. Das machen wir jetzt. Am besten lässt mich vorne raus. Hier? Ne, hier, ne. Okay. Hier auf der Randstraße ist so ein bisschen. Können wir ja außerhalb machen. Wir fahren auf unsere abgesperrte Straße. Auf die abgesperrte Straße. Da haben wir jetzt eine, oder? Ja, haben wir gekauft einen. Ja, gekauft. Ja, wir sind. Komm, gekauft eine Rennstrecke. Wir haben den Bauer bestochen. So, Leute, wir sind gefahren mit dem Zweier, mit Justine. Und jetzt fahren wir gleich mal mit dem Corrado, aber dazu kommen wir gleich. Wie war deine Erfahrung so jetzt so zum Zweier? War schon krass. Also überrascht. Rum, ne? Pup, pup, ja. Pup, pup, pup. Geht eigentlich geil. Ziemlich krass. Wenn du willst, können wir jetzt mit dem dann auch zu zweit fahren. Dann kannst du das auch ungefähr so vergleichen. Was, weißt du, kannst du auch mal deine Meinung dazu abgeben? Ja, bin ich sofort dabei. Ja, warum nicht? Wir haben gerade eine Idee gehabt mit dem Harry, was? Ah, der hat keinen Bock. Der hat keinen Bock. In Ruhe. Egal. So, Leute, damit schließen wir dieses Video jetzt ab. Ne? Und vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und das nächste Video drehen wir sofort. Wir, ihr
Und zwar mit dem Corrado, aber das seht ihr erst wann, Justin? In 2 Tagen, ne? Ja. So rum. Also, bis dann. Und einschalten wieder, ne? In 2 Tagen. Tschüss.